Hallo, hier ist Jan vom Erfahrfernseher der Fachhochschule Münster und ich habe mich für euch heute auf den Weg gemacht, um in Erfahrung zu bringen, wie ihr das Sozialleben am Campus so empfindet. Also meine Erfahrungswerte hier an der FH bezüglich sozialer Beziehungen sind halt, dass man eigentlich in jedem Semester, in jedem Projekt neue Leute kennenlernt und dass, also Freundschaften können gehalten werden, aber man lernt auch überall neue Leute kennen. Freunde fürs Leben, also so wie ich das jetzt schon habe mit ein paar Menschen, die ich kenne, weiß ich noch nicht, das wird sich nach dem Studium zeigen, aber auf jeden Fall sehr nette und Menschen, mit denen ich mir das dann auch auf jeden Fall auch vorstellen könnte. Ja, ich glaube, durch die ganzen Projektarbeiten, die wir hier haben, vertieft sich eine Freundschaft auch noch mehr, auch dadurch, dass man zusammenarbeitet und man kann auch einfach so Spaß und zusammen machen. Aber durch die Projekte festigt sich das auch nochmal. Freundschaft natürlich hat man geknüpft, man arbeitet mit den Menschen viel zusammen, manchmal 24 Stunden und das auch regelmäßig. Deswegen kommt man in guten Kontakt mit den Leuten. Also am Anfang war es ziemlich schwer, soziale Bindungen zu knüpfen, weil ich aus Osnabrück komme und auch die erste Woche gar nicht mitnehmen konnte. Also ich war dann halt von vornherein gar nicht so integriert und diese ja, Freundschaften, also so Kumpels und so, die kamen halt erst so nach der Zeit, auch vielleicht ja jetzt erst so vielleicht. Ja, es gibt natürlich ab und zu Menschen, die man vielleicht attraktiv findet oder in deren man Interesse pflegt, aber eigentlich meistens nicht. Man trennt da schon ein bisschen und oder wenn man hier hinkommt, ist man wirklich zum Studieren hier, auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört. Mal mehr, mal weniger. Manche finden hier seine Liebe oder ihre Liebe, manchmal das Leben vielleicht auch. Aber es ist bei mir noch nicht vorgekommen. Ist vielleicht auch besser so. Lass uns mal überraschen. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt mit den Leuten aus meinem Semester flirten würde, weil das ist ja, mit denen studiert man ja dann doch ein bisschen länger. Und wenn das dann nicht so funktioniert, wäre doof. Aber sonst so mit den Leuten vom anderen Campus, also von meiner Beziehung natürlich. Ja, doch, habe ich auf jeden Fall auch geflirtet. Also meine sozialen Kontakte hier am Campus sind eigentlich überwiegend freundschaftlich. Ich habe jetzt nicht meine große Liebe gefunden. Ich kenne aber also einige von meinen Freunden, die sich hier verliebt haben und das auch gut funktioniert. Und meiner Meinung nach liegt das daran, dass wir endlich mal, so, seit wir aus der Schule raus sind, hier mit Leuten zu tun haben, die ganz viele Gemeinsamkeiten haben und mit denen uns viel verbindet. Und ich habe hier Freundschaften geschlossen, von denen ich glaube, dass sie auch für ein Leben lang halten. Ich habe im Laufe meines Campuslebens hier viele Leute kennengelernt, habe viele Möglichkeiten genutzt. Es ist schön, dass man zum Beispiel die Werkstätten nutzen kann und zusammen arbeiten kann, an den Tischtennisplatz zusammen in den Pausen spielen kann oder am Kicker, dass die Wiesen genutzt werden. Und ich habe das Gefühl, man hat viel Raum eingeräumt, um quasi das Leben schön zu genießen.